Hallo ihr Lieben, hier ist Shanti Manu aus der Shanti Manu Handspinnerei mit einem neuen Video und es geht um High-Twist-Garne. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal ein Video über High-Twist-Garne machen könnte und habe meine Patrons unter verschiedenen Themen, unter anderem diesem, abstimmen lassen und tatsächlich hat es recht viele Stimmen bekommen. Daher habe ich mich mal ein bisschen näher damit auseinandergesetzt und möchte euch in diesem Video zeigen, erstmal, was ich überhaupt unter High-Twist-Garn verstehe. Also ich gebe euch quasi meine Definition und noch so ein paar andere und zeige euch, wie ich High-Twist-Garne spinne, beziehungsweise stelle euch zwei verschiedene Wege vor, um zu einem High-Twist-Ergebnis oder Effekt zu kommen. Ganz kurzer Hinweis noch, manchen vielleicht eher erfahreneren Spinnerinnen und Spinnern unter euch wird vielleicht auffallen, dass ich nicht explizit auf drei Winkel eingehe. Das hat verschiedene Gründe. Wenn ihr euch für das Thema interessiert oder überhaupt so die verschiedenen Möglichkeiten, Drall zu messen, ich habe über Drall auch nochmal ein separates Video gemacht, das ich euch gerne unten verlinke und das ihr vielleicht auch hier oben irgendwo verlinkt findet jetzt gerade. Das könnt ihr euch nochmal anschauen, beziehungsweise das möchte ich euch wärmstens ans Herz legen. Aber dessen genug, jetzt starten wir. High-Twist-Garne. Wenn wir über High-Twist-Garne sprechen, müssen wir uns erstmal überlegen, was wir überhaupt unter High-Twist-Garn verstehen. Und im Prinzip kann das jeder von euch für sich machen, denn es gibt, meines Erachtens nach zumindest, keine feststehende Definition. High-Twist bedeutet ja erstmal nur viel Drall. Und das kann alles Mögliche sein, beziehungsweise wie das dann optisch tatsächlich aussieht, kann auch sehr verschieden sein. Eine Möglichkeit, den Drall optisch zu bestimmen, ist tatsächlich, wie die Fäden zueinander liegen. Aber auch da haben wir verschiedene Möglichkeiten, so ein optisches Ergebnis zu erreichen. Hier habe ich zum Beispiel zwei Proben, die relativ unterschiedlich aussehen. Das heißt, der eine braune Faden hier ist so ein bisschen enger verdreht als der graue Faden hier. Was aber tatsächlich bloß dadurch entsteht, dass die Fäden, die einzelnen Fäden, mit mehr in dem Fall oder weniger Drall gesponnen sind. Das heißt, eine Möglichkeit, High-Twist-Garne zu definieren, wäre einfach nur der Drall, der beim Spinnen aufgewendet wird, sodass dann beim ausgeglichenen Verzwirren einfach eine andere Optik entsteht, alleine dadurch, wie fest die Fäden tatsächlich verdreht waren. Eine andere mögliche Definition wäre einfach nur zu schauen, wie die Fäden tatsächlich zueinander stehen. Und in dieser Probe zum Beispiel sind 5 Fäden miteinander verzwirnt und dadurch erhält man unweigerlich direkt so einen etwas flacheren Winkel, den die Fäden zueinander haben, als zum Beispiel bei einer Probe wie dieser hier, die tatsächlich einfach nur aus 2 Fäden besteht. Das sieht natürlich direkt ganz, ganz anders aus, ja, und die Fäden stehen so ein bisschen senkrechter zueinander. Genauso könnte das Ergebnis, oder ähnlich könnte das Ergebnis aussehen, wenn man die Fäden einfach mehr in einem Winkel zueinander hält, als gerade beieinander. Das sind also auch Möglichkeiten der Definition. Für mich sind High-Twist-Garne im Prinzip Garne, die gesponnen, ganz normal gesponnen wurden, mit was für einer Menge an Drall auch immer, und dann aber mit mehr Drall als nötig verzwirnt werden. Das bedeutet, und da gibt es natürlich mehrere Ansätze, dass dadurch, dass wir nicht ausgeglichen verzwirren, sondern mit mehr Drall als nötig, ein dichteres Ergebnis entsteht. Die Probe auf der Seite ist zum Beispiel ausgeglichen verzwirnt und die Probe auf der Seite sind genau die gleichen Fäden, aber mit mehr Drall verzwirnt. Und das ist das, was ich unter High-Twist-Garn verstehe. Also das heißt, wirklich nur beim Verzwirren mit mehr Drall zu arbeiten. Ob und wie ich die Fäden jetzt stark verdrehe oder weniger stark oder ob ich im kurzen oder im langen Auszug spinne, hat darauf erstmal
nur einen sekundären Einfluss. Natürlich hat das darauf einen Einfluss, wie das Garn dann tatsächlich aussieht, wie es wirkt, wie es sich anfühlt und so weiter. Aber wie dicht dieses Garn dann tatsächlich verdreht ist und wie energetisch das Garn dann hinterher wirkt, das hat was damit zu tun, wie ich das verzwirne. Und vielleicht fällt euch auf, dass bei den beiden Proben, die beide sind gebadet, gar nicht so stark auffällt. Also es ist nicht so, als würde dieses stärker verzwirnte Garn sich jetzt irgendwie super doll eindrehen. Das kann manchmal der Fall sein, muss es aber nicht unbedingt, wenn man nur einen kleinen Ticken mehr Drall aufgewendet hat. Wie das funktionieren kann, das schauen wir uns natürlich jetzt am Spinnrad an. Im Prinzip gibt es wie fast immer zwei Ansätze, nämlich einen intuitiven Ansatz und einen, sagen wir mal, systematisch-mathematischen Ansatz. Ja, so ist es in der Spinnerei eigentlich immer. Ich möchte euch einfach beide zeigen, so dass ihr selber entscheiden könnt, was am besten zu euch passt. Die Grundlage für beides ist immer eine Zwirnprobe. Das heißt, während ihr euren Faden spinnt, macht ihr eine Zwirnprobe, indem ihr den Faden einfach mit sich selber faltet und verdrehen lasst. So dass ihr einen Eindruck davon habt, wie der Faden verzwirnt aussehen würde, wenn er ausgeglichen verzwirnt wird. Also wenn ihr beim Verzwirnen so viel Drall aufbringt, dass das Garn im Prinzip ausgeglichen ist. Ich habe mir hier eine Zwirnprobe gemacht, habe mir die an mein, in dem Fall an das Label von dem Garn gemacht. Und weiß jetzt, wie das Garn aussehen sollte, wenn es tatsächlich ausgeglichen ist, okay? Jetzt kann ich mir auch schon einen Eindruck davon verschaffen, wie das Garn aussähe, wenn ich es mit mehr Drall verzwirnen würde, nämlich indem ich diese Probe nochmal in sich weiter eindrehe. Und es muss ja nicht super, super viel sein. Es muss nicht so sein, dass sich das Ganze irgendwie wirklich mit sich selber nochmal verkringelt, so zum Beispiel, ja? Sondern einfach nur ein, zwei Umdrehungen mehr. Und daran, beziehungsweise an dieser Probe, kann ich mich jetzt orientieren, während ich zwirne. Und wenn ich das nach Gefühl mache, da muss ich mich vor allem auf die ersten Meter natürlich hin und wieder kontrollieren. Das heißt, ich habe jetzt erstmal einfach eine Übersetzung schneller gewählt, als die, mit der ich gesponnen habe, in meinem Fall. Und zwirn jetzt erstmal ein ganzes Stück, ganz normal, wie ich es immer tun würde oder nach Gefühl eben, vor mich hin. Und dann, und jetzt kommt der Clou, schaue ich mir aber nicht das an, was hier auf der Spule ist, sondern ich hole mir im Prinzip ein Stück Faden oder fertiges Garn von der Spule runter und nehme dabei mein Spinnrad auseinander. Den Rest klemme ich mir jetzt mal hier so zwischen die Knie und schaue mir an, wie das aussieht. Das kann ich jetzt mit meiner Zwirnprobe hier vergleichen. Und ta-ta-ta-ta, ich finde, das sieht sehr, sehr ähnlich aus. Und jetzt habe ich natürlich mehrere Möglichkeiten. Habe ich noch höhere Übersetzung, kann ich einfach ein Rädchen weiter, ein Wirtel weiter runtergehen, also einen kleineren Wirtel nehmen. Das bedeutet, ich habe pro Tritt einfach mehr Umdrehungen, mehr Drall. Das ist also eine Möglichkeit. Das mache ich jetzt auch mal eine Zeit lang. Das ist immer noch ziemlich ähnlich. Das heißt, entweder habe ich mich mit meinem Tritt direkt angepasst, um das so ein bisschen auszugleichen. Aber ich finde, optisch ist das immer noch sehr so, wie meine Probe auch war. Das heißt, was ich als nächstes noch machen kann, ich könnte natürlich in meiner Übersetzung noch weiter runtergehen. Also noch höher gehen, Entschuldigung. Also noch weiter runter beim Wirtel. Ich kann aber natürlich auch meine Bewegungen anpassen. Bedeutet zum Beispiel pro Tritt weniger ausziehen, also weniger Faden Richtung Spule bewegen. Ja, das heißt, ich trete zum Beispiel zweimal, während ich einmal hier ausziehe. Und das heißt, in diesem Stück, das ich ausgezogen habe, landet einfach doppelt so viel Drall.
Und auch das habe ich jetzt einfach mal eine Zeit lang gemacht und hole mir jetzt noch mal ein Stück von der Spule und gucke jetzt mal, wie das aussieht. Achtet so ein bisschen darauf, dass euch der Drall nicht flöten geht, während ihr das von der Spule holt. Dann sehe ich schon doch, das ist jetzt schon ein bisschen stärker verdreht. Ich weiß nicht, ob ihr das so gut erkennen könnt. Und mir fällt dann auch auf, dass sich das jetzt tatsächlich ganz anders mit sich selber eindreht, als das vorher der Fall war. Der Nachteil an dieser Methode ist, dass es nicht besonders akkurat ist, sondern eben nur nach Gefühl. So, jetzt bin ich auch schon am Ende meiner Probe hier. Und da können wir jetzt definitiv sehen, dass das eine ganze Kante doller verdreht ist als meine ursprüngliche Zwirnprobe. Das heißt, da könnt ihr wirklich einen ganz klaren Unterschied erkennen, das ist viel dichter. Dadurch ändert sich natürlich auch die Garnstärke. Der Drall presst das Ganze so ein bisschen zusammen. Und dadurch wird das Garn natürlich am Ende ein bisschen dünner. Und wenn wir uns jetzt die Spule hier anschauen, dann könnt ihr das, denke ich, auch schon ganz gut sehen. Das waren die Proben, die wir ganz am Anfang verzwirnt haben. Das ist das, was ich jetzt zum Schluss gemacht habe. Und das ist doch optisch ein sehr deutlicher Unterschied. Und das wäre dann eben die High-Twist-Variante, während das das ausgeglichene Garn ist. Die andere Möglichkeit ist wirklich strategisch, mathematisch vorzugehen. Ja? Das bedeutet tatsächlich im Prinzip, den Drall erstmal zu bestimmen, zu messen und dann zu schauen, wie viel Drall möchte ich denn in meinem High-Twist-Garn haben und zu errechnen, wie wir da hinkommen. Das ist ein bisschen komplizierter, aber bleibt bei mir. Eigentlich ist es gar nicht so schwierig. Ja? Bei dem Garn hatte ich auch eine Zwirnprobe gemacht. Das war diese hier. Die ist jetzt gerade nicht so wirklich scharf, aber ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und ihr seht schon, das ist an sich recht fluffig. Das hier ist dann die High-Twist-Variante, für die ich auch vorher gerechnet habe, okay? Und das unterscheidet sich alleine schon in der Farbe von dieser Probe her, weil die einfach so fluffig ist und das so ein bisschen fester verdreht ist, ja. Man kann Drall messen, indem man schaut, wie häufig die Fäden tatsächlich umeinander gewickelt sind. Und das natürlich auf eine bestimmte Länge. Ihr könnt das pro Zentimeter oder pro mehrerer Zentimeter messen. Ein Zentimeter ist so ein bisschen klein. Ich habe hier zum Beispiel jetzt ein Maß, das mir 5 cm anzeigt und ich lege das mal auf die Rückseite, wobei das vielleicht ein bisschen zu hell ist für euch, um das dann tatsächlich zu erkennen, aber damit das flach ist. Und jetzt könnte ich hier die Umdrehungen der Fäden umeinander zählen, innerhalb dieser 5 cm. In meinem Fall wären das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Umdrehungen. Wobei ich 2 Fäden habe, das heißt, ich müsste das nochmal durch 2 teilen, um tatsächlich die Anzahl der Umdrehungen an sich zu haben, weil 2 Fadenstücke sind ja im Prinzip eine Umdrehung umeinander. Okay, das wäre die Möglichkeit auf 5 cm, das geläufige Maß ist in der Regel TPI, das heißt Twists per Inch, das heißt eben Umdrehungen auf 1 Zoll. Und auf der Karte hier zum Beispiel habe ich ein Quadrat, das also an jeder Seite 1 Zoll lang ist. Und auch da, das Prinzip ist das gleiche. Ich lege das da drauf, ich zähle die Fäden im Prinzip, die da drauf nebeneinander liegen, 1, 2, 3, 4, teile das durch 2 und habe dann also im Prinzip 2 Umdrehungen pro Zoll. Okay, das heißt, wenn ich jetzt das weiß, und das ist ja meine Zwirnprobe ausgeglichen, dann weiß ich, ich brauche mehr Umdrehungen, um mein High-Twist-Garn zu erreichen. Klingt logisch, nicht wahr? Ob ihr jetzt mit Zentimetern gearbeitet habt oder mit dem TPI, ist total wurscht. Ihr wisst, was quasi die Umdrehungen fürs ausgeglichene Garn sind und ihr braucht mehr Umdrehungen. Um jetzt bei dem TPI zu bleiben, habe ich also ein
Garn, das zwei TPI hat, wie das hier, und möchte aber High Twist, wäre der nächste Schritt so, okay, der, drei TPI zum Beispiel. Was muss ich denn jetzt machen, um ein Garn zu bekommen, das drei TPI hat? Ja, dafür müssen wir tatsächlich ein bisschen rechnen, ist aber auch gar nicht so schwierig, denn ihr könnt die Übersetzung eures Spinnrads bestimmen. Ja, und entweder bestimmen oder ihr wisst sie schon, weil das angegeben war, als ihr euer Spinnrad gekauft habt. Weil die Übersetzung sagt euch ja im Prinzip, wie viele Umdrehungen der Flügel produziert, wenn ihr einmal auf das Pedal tretet und das Schwungrad sich einmal komplett um seine eigene Achse dreht. Gesetzt im Fall. Nur als Beispiel, ihr habt eine Übersetzung von 1 zu 6. Das bedeutet, egal wie viel ich jetzt hier an Garn habe erstmal, wenn ich einmal das Schwungrad komplett umdrehe, indem ich also einmal auf das Pedal trete, produziere ich 6 Umdrehungen. Jetzt kann ich natürlich die 6 Umdrehungen auf eine unterschiedliche Garnlänge verteilen, wenn man so will. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich bei diesem einmal treten, das habt ihr ja vorhin schon bei der intuitiven Methode gesehen, ob ich jetzt immer nur ein kurzes Stück ausziehe und einmal trete und ein kurzes Stück ausziehe und einmal trete oder ein langes Stück ausziehe und einmal trete. Denn ziehe ich nur so kurz aus, landen halt in jedem dieser kurzen Stücke pro Tritt 6 Umdrehungen. Ziehe ich aber so ein langes Stück aus und trete dabei nur einmal, hat dieses ganze Stück hier 6 Umdrehungen. Und das macht natürlich einen ganz enormen Unterschied dann im fertigen Garn. Der nächste Schritt ist jetzt also, meine Umdrehungen, die mein Spinnrad produziert, auf eine bestimmte Auszugslänge zu verteilen und damit wirklich einen gewünschten TPI zu erhalten. Das ist im Prinzip easy. Ihr müsst euch nur an dem orientieren, was ihr gemessen habt. Ich habe jetzt in Zoll gemessen. Das heißt, man muss auch meine Auszugslänge in Zoll messen. Hätte ich in Zentimeter gemessen, könnte ich das in Zentimeter machen. Wenn ich in Zoll gemessen habe, dann verwende ich hier so ein Maßband, das ja in der Regel beides hat, nämlich Zentimeter und Zoll, und markiere mir tatsächlich eine Auszugslänge auf meiner Schürze oder auf meiner Jeans in diesem Fall oder was auch immer ich anhabe, so dass ich mich daran orientieren kann. Das ist zumindest eine einfache Möglichkeit. Ich könnte natürlich auch schätzen, so habe ich es ganz genau, wenn man denn so genau arbeiten möchte. Wenn ich jetzt von meiner geringsten Übersetzung ausgehe, meinem Spinnrad ist tatsächlich eigentlich 1 zu 6,5. Ich könnte jetzt runden und sagen 1 zu 6. Das macht es mir ein bisschen einfacher, da ich ja 3 TPI will. Brauche ich aber im Prinzip ja pro Zoll nur die Hälfte davon. Will heißen, ich muss 2 Zoll ausziehen. Das heißt, ich nehme jetzt hier zum Beispiel so einfache Textmarker, also so kleine Tapes. Ihr könnt auch Kreppband nehmen oder was auch immer. Ich würde jetzt nicht unbedingt mit Filzstift, aber mit Textilmarker vielleicht auf die Jeans malen, wenn das denn der Fall ist. Oder wenn das der Fall ist, dass ihr das möchtet. Ich markiere mir jetzt, oder ich lege mir in meinem Fall die Marker jetzt so, dass ich wirklich 2 Inch dazwischen habe, ja, dass ich mich da wirklich dran orientieren kann. Jetzt tschack, kann ich mir mein Maßband zur Seite legen, meine Tapes auch, und probiere das jetzt aus. Wir heißen, ich nehme jetzt auch die entsprechende Übersetzung, nämlich 1 zu 6,5 und ziehe mit jedem Tritt, zack, 2 Inches aus. Also wirklich immer von einem Maß zum anderen, von einem Kleber hier zum anderen. Auf Dauer finde ich das ziemlich anstrengend, weil ich ja hier wirklich jetzt nicht viel Raum habe. Jetzt ist einer meiner Marker so ein bisschen abgegangen. Ja, und ihr seht auch schon, das ist dann gar nicht so einfach, auf Dauer den Dreil zu kontrollieren und so langsam, je nachdem, zu treten. Das heißt, mein nächster Schritt für mich persönlich wäre jetzt zu schauen, wie kann ich das anders machen? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich die gleiche Menge an Drall erhalte, aber
länger ausziehen kann, ja, meinetwegen. Und wenn es nur 3 Zoll wären, ja, das ist jetzt mal geschätzt. Ich könnte jetzt wieder messen, aber ich schätze es jetzt einfach mal. Meine nächste Übersetzung ist 1 zu 8,5. Das würde ich jetzt mal auf 9 runden, denn dann könnte ich meine 3 TPI, die ich ja brauche, also 3 Umdrehungen pro Zoll, verteilen. Also der macht dann meinetwegen 9 Umdrehungen und dann ziehe ich halt 3 Zoll aus. Ja, dann habe ich auf jeden Zoll 3 Umdrehungen. Und das finde ich schon um einiges angenehmer. Ich könnte das jetzt natürlich auch noch weiter verteilen. Aber das passt für mich jetzt schon ganz gut. Und natürlich würde ich trotzdem hin und wieder hergehen oder vor allem am Anfang und mir einfach mal angucken, was tatsächlich auf der Spule landet und ob das tatsächlich meinen Vorstellungen entspricht. Ich finde, das hier sieht jetzt schon echt cool aus. Und und so natürlich auch kontrollieren, ob ich richtig gerechnet habe. Ja? Und nur um das nochmal wirklich verständlich zu machen, wenn ihr jetzt das zum Beispiel auch nochmal auf andere Übersetzungen hochrechnen möchtet, mein Ziel in meinem Fall jetzt, ja, ist ja 3 TPI. Das heißt, 3 Umdrehungen mache ich jetzt mal mit U auf einen Zoll, ja. Jetzt kann ich mir natürlich auch überlegen, wie viel Zoll ich ausziehen möchte, damit es angenehm ist. Ihr könnt aber auch eben davon ausgehen, wie viele Übersetzungen ihr habt. Und das macht es tatsächlich ein bisschen einfacher, beziehungsweise welche Übersetzungen ihr habt. Meine höchste Übersetzung zum Beispiel ist 1 zu 18,5. Das heißt, es wäre wären dann 18 Umdrehungen und pro Tritt, ne? Und ich müsste jetzt also gucken, wie weit ich ausziehe. 18 durch 3 wäre 6, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das heißt, ich könnte dann 6 Zoll ausziehen. Für mich persönlich wäre das viel angenehmer. Ich ziehe lieber weiter aus als kürzer. Aber das müsst ihr natürlich gucken, wie das für euch passt und wie auch so eure Trittgeschwindigkeit ist, eure normale Trittgeschwindigkeit und welche Auszugslänge dann tatsächlich dazu passt. Und so kann ich das tatsächlich bei jeder Übersetzung ausrechnen. Und wie gesagt, ich könnte natürlich auch gucken, wie viel Zoll ich ausziehen möchte und was am nächsten dann da dran passt. Gesetzt im Fall, ich würde sagen, ich möchte 5 Zoll ausziehen, dann müsste ich die 3 mal 5 rechnen. 3 mal 5 ist 15. Dann bräuchte ich also eine Übersetzung von 1 zu 15 und könnte jetzt gucken, was habe ich, was da so einigermaßen drankommt. Und diese 3 TPI, die ich hier vorher bestimmt hatte, liegen natürlich auch in meinem Ermessen. Ich kann dann natürlich feststellen und deswegen kontrolliert euch am Anfang immer hin und wieder, ob das tatsächlich für mich passt, auch optisch. Der Unterschied zwischen 2 TPI und 3 TPI ist gar nicht so viel, aber auf das ganze Garn macht es tatsächlich trotzdem echt was aus. Und das heißt, versucht jetzt nicht direkt über die Stränge zu schlagen und die TPIs zu verdoppeln zum Beispiel. Das kann dann auch ganz schnell übertrieben sein und wirklich zu einem total überdrehten Garn führen. Und es kommt auch so ein bisschen drauf an, wie die Fäden gesponnen waren, die ihr hattet. Also tastet euch daran und testet erstmal so ein bisschen aus und versucht vielleicht trotzdem erstmal es intuitiv zu machen, auch wenn es so eine mathematische Lösung im Prinzip gibt. Ich hoffe, dass auf jeden Fall da irgendwie Möglichkeiten für euch dabei sind. Das ist tatsächlich auch eine nette Möglichkeit für all diejenigen, die grundsätzlich ein Problem damit haben, dass ihre Garne eher unterdreht sind und oder einfach nicht wirklich viel Drall haben und die Schwierigkeiten haben, so energetische Garne zu machen. Dann versucht es auf jeden Fall mal mit der wirklich gezielten mathematischen Methode, um euch da erstmal ranzutasten, auch
auch, wenn ihr später nach Gefühl arbeitet. Ganz ehrlich, ich mache das selten, ja, obwohl ich so gerne mit so hochenergetischen High-Twist-Garnen arbeite. Mache ich das in der Regel nicht. Ich rechne nicht vorher. Aber ihr verbessert euer Gefühl dafür. Und wenn ihr das ein paar Mal so gemacht habt, dann könnt ihr irgendwann auch leichter intuitiv Garne mit mehr Zwirndrall herstellen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das ein wenig geholfen hat und ihr vielleicht Freude daran habt, in nächster Zeit selber ein paar High-Twist-Garne zu produzieren. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr mögt, dann teilt doch eure Bilder auf Instagram. Und wenn ihr mich markiert, dann sehe ich die auch. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ihr findet mich auf Instagram, auf Ravelry, auf Twitter, auf Facebook, überall unter Shanti Manu. Und bis zum nächsten Video wünsche ich euch ganz viel Spaß bei all euren Spinnereien. Und bin raus für heute. Bye, bye. Eure Shanti.